Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna, ich bin die Mama von 4 Kindern und nehme euch heute mit durch unseren Tag bzw. unser richtig herbstliches Wochenende als 6-köpfige Familie. Und gestartet haben wir mal mit Frühstück. Ich wollte es mir an dem Tag auch sehr leicht machen und ein neues Rezept ausprobieren. 5-Minuten-Waffeln aus fertigem Croissant-Teig. Da gibt es ja diese kleinen Döschen zu kaufen. Und das Einzige, was man machen muss, ist den Teig ausrollen und den dann in waffeleisengerechte Stückchen schneiden, je nachdem, wie das Waffeleisen aussieht. Bei uns hat es diese klassische Blumenform. Die haben auch wirklich super lecker geschmeckt. Eine Rolle hat uns gereicht fürs Frühstück und die Waffeln sind nicht sehr süß, aber man kann mit etwas Puderzucker nachhelfen und sie sind etwas knuspriger, aber super, super lecker wirklich als die üblichen. Danach war Zeit, auch die Küche aufzuräumen. Das steht immer an sozusagen. Meistens räume ich dann gleich das Geschirr vom Vortag aus und dann auch wieder neu ein. Ja, guten Morgen nochmal. Wir haben schon jetzt gefrühstückt. Als nächstes, wir warten ein bisschen Haushalt auf uns. Wir werden wohl heute einen sehr gemütlichen Tag drinnen verbringen. Vor allem ein paar Sachen habe ich auf meiner To-Do-Liste, die ich noch so vielleicht erledigen möchte, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Die Kinder, die habe ich schon in ihre Zimmer geschickt, so was bei uns ein Fixpunkt ist am Wochenende, ist ein bisschen das Zimmer aufräumen. Also das hat es einfach wirklich immer nötig unter der Woche, da achte ich nicht so drauf, da sind die Kinder auch mit anderen Dingen gut beschäftigt. Und draußen ist es bei uns eher heute ja trüb und vor allem kalt. Also wir haben gerade einen Temperatursturzhändchen gehabt und endlich ist ihm das richtige herbstliche Wetter da. Es ist dann trotzdem ungewohnt, wenn es so lange so extrem mild war, so wie dieses Jahr, dann fühlt es sich draußen ein bisschen kalt und ungemütlich an. Und deswegen hat man mehr so Lust, ein bisschen sich zu Hause gemütlich zu machen. Das werden wir wahrscheinlich heute eher machen. Aber wir haben die letzten Tage, da wo es noch so schön war und so schön warm draußen und sonnig, haben wir wirklich noch voll genutzt und mitgenommen. Das war vor allem vorgestern und gestern. Die füge ich dann auch noch ein bisschen ein, was wir da so unternommen haben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und wir schauen mal, was der Tag bei uns noch so bringt. Wir starten eigentlich mit dem Vortag. Da war das Wetter noch richtig warm. Also wir hatten so einen kleinen Föhnsturm. Ich habe beschlossen, nachdem wir sowieso draußen waren im Garten mit den Kindern am Nachmittag, endlich mal diesen Haufen hier zu dezimieren. Das ist eigentlich ein zweiter Parkplatz, den wir noch am Grundstück haben. Aber der vermüllt sozusagen mehr und mehr, sodass ein Auto kaum mehr drauf passt, also von Besuchern oder so. Deswegen habe ich gedacht, bevor da jetzt sich noch mehr ansammelt und Tiere einziehen über den Winter, stopfe ich das alles in mein Auto. Leider, letztes Jahr haben wir überlegt, ob wir uns einen Häcksler dafür zulegen oder so. Dazu sind wir immer noch nicht gekommen, auch keinen Anhänger. Deswegen muss das alles im Kofferraum meines armen Autos Platz finden. Kira, unsere zweite Tochter, hat mir da geholfen. Das zumachen. Und danach sah das Auto dann natürlich dementsprechend aus. Ich sauge es möglichst rasch aus, nicht nur damit sich das nicht irgendwo dann in diese Teppichfasern einfrisst, sondern auch, weil dann etwaige Gäste wie Spinnen oder so auch gleich mit entfernt werden. Und außerdem, das Auto hat es sowieso nötig. Ich habe eigentlich nur die Gelegenheit genutzt, das eine mit dem anderen zu kombinieren. Denn etwas später, dann so die Woche darauf, hatte ich dann auch noch einen Termin zur Überprüfung des Autos. Also das Pickerl, wie man das so schön umgangssprachlich nennt bei uns in Österreich. Da gibt es irgendeine Plakette da in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie das genau dann auf Deutsch heißt. Aber da standen wir bevor und mir war es ein bisschen peinlich, das Auto in dem Zustand da abzugeben. Deswegen habe ich dann noch einmal ein bisschen Klarschiff gemacht und das ausgesaugt und dann auch noch ein bisschen die Oberflächen ein bisschen feucht abgewischt. Wer weiß, wie es ist, wenn man Kinder hat. Also zum einen landen da natürlich sehr viele Essensreste überall, wenn man die Kinder natürlich snacken lässt im Auto, so wie wir. Und zum anderen, die ganzen Füße hinterlassen da Spuren an den Seitenteilen und so weiter. Da hat mir Quinn, auch unser Jüngster, sehr gut dabei geholfen. Und der hat Gott sei Dank keine Angst mehr vor diesem lauten Staubsauger, den wir uns auch zugelegt haben, der aber dafür super einfach das Auto sauber macht. Da bin ich wirklich froh, dass ich den habe. Und auch der Spaß kam dann nicht zu kurz. Also durch das Föhnwetter hatten wir auch schönen Wind und konnten das erste Mal in diesem Jahr Drache steigen lassen. Und Quinn wollte auch unbedingt. Wir haben noch geteilt, 3 Drachen für 4 Kinder. Kurz darauf haben wir ihm dann seinen ersten eigenen Drachen auch besorgt.
ja, die Kinder lieben das und können da wirklich stundenlang die Drachen steigen lassen, sind auch schon richtig gut darin. Und einmal waren wir sogar noch mit den Kindern zusammen an einem Nachmittag Radfahren. Unser letzter Radausflug, glaube ich, für die Saison. Es war so mild, dass wir da sogar den mit einem Eis dann noch gefeiert haben, als krönenden Abschluss. Und ja, dann sind wir aber wieder an unserem trüben, kalten Herbstwochenende angelangt. Da war es dann aus mit dem guten Wetter, beziehungsweise mit dem ja, sehr warmen Wetter. Und Quinn hat angefangen, hier sich diese Kiste anzusehen. Und das war lustigerweise auch eins meiner To-Dos fürs Wochenende, nämlich die mal auszusortieren. Da stapel ich alle Mal- und Bastelsachen, die die Kinder fertig gemacht haben zu Hause, einfach hinein. Irgendwann werden dann das meiste dann durchgeschaut, durchsortiert und weggeworfen. Und die schönen Sachen kommen dann in ihre Kunstmappen hinein. Die stehen bei uns im Wohnzimmerregal und die Kinder schauen sie hin und wieder sehr gerne an. Vor allem Quinn, der blättert da durch und ist ganz begeistert, wie schön das alles ist. Also der hat gerade diese Mappen für sich entdeckt. Außerdem haben wir hier auch noch eine Kiste stehen mit den Spielsachen der Kinder, die sie irgendwo einfach liegen lassen. Die werfe ich zwischendurch auch immer da rein und irgendwann kommen dann die Sachen an ihren Ort. Und zwar ins Kinderzimmer oder in unsere große Spielzeugkiste hier in der Ecke vom Wohnzimmer. Auch die wollte ich mal wieder durchschauen. Da war einiges sozusagen zu tun. Zum einen wollte ich mal alles ausräumen, aussortieren. Manche Sachen, die kaputt waren, wegwerfen, die Kiste selbst ein bisschen reinigen. Das mit da dieser Plastiksack, das sind alles, ja meistens Plastikspielzeug, war das kaputt war. Anschließend habe ich dann die Kiste selbst ein bisschen ausgesaugt. Das Ausräumen der Spielzeugkiste habe ich ja auch schon mehrmals gezeigt. Das ist irgendwie etwas, was ich immer so ein bisschen vor mir herschiebe, weil ja, es ist dann immer so dieses Aussortieren, das Nachdenken, braucht man das noch oder nicht. Aber es ist eigentlich in letzter Zeit gar nicht so wild, weil ich wirklich weniger einfach drin lagere als früher. Die Kinder haben einen besseren Überblick und oft hole ich dann einfach ein paar großformatigere Spielzeuge aus dem Keller wieder hoch, mit denen sie aktuell einfach gern spielen. Das wird dann ausgetauscht und ich bin auch schon ziemlich gnadenlos geworden beim Wegwerfen von altem, kaputten Spielzeug oder Sachen, irgendwelche kleinen Plastikdinge, die sie einfach nicht vermissen und nicht mehr brauchen. Was ich jetzt auch noch jetzt diesmal gemacht habe, ist hier diesen seitlichen Korb. Das ist übrigens ein Müllbeutelbehälter von Ikea. Den habe ich da mit doppelseitigem Klebeband angebracht und hier stehen unsere Stockpferde, das wird die etwas höheren Dinge, wo es das Puppentheater, also das Kasperltheater, und auch das werde ich jetzt wahrscheinlich diesmal mal probieren wegzupacken, weil es schon lange nicht mehr in Verwendung war. Und das kommt dann somit auch in den Keller. Mal schauen, ob es den Kindern auffällt, weil dann wäre hier wieder Platz für was Neues vielleicht. Oder vielleicht bleibt es einmal auch mal weiß, leer und schön. Und mein Hack übrigens, um Stoffe zu reinigen, die man nicht einfach in die Waschmaschine packen kann, ist Spülmaschinentab, also ein bisschen Pulver davon mit heißem Wasser mischen. Das wollte ich nämlich auf den Deckel dieser Spielzeugkiste auftragen. Denn der ist so schön gepolstert, das ist so eine Sitzbank, also richtig hübsch. Allerdings hatte sie einen ziemlich sichtbaren Fleck mit, ich glaube, das war Zahnpasta oder so. Und dem wollte ich zu Leibe rücken. Das geht dann nämlich wirklich super gut weg und zwar nämlich auch ohne so einen Fleckenrand zu hinterlassen, wenn man es normalerweise nur mit Wasser putzt. Also das ist sehr praktisch. Dann habe ich die wieder eingeräumt. Dazwischen spiele ich auch immer mit Quim, unserem Jüngsten, der hilft mir auch dann immer dabei. Dann war Zeit für den Vormittagssnack der Kinder, da habe ich ihnen ein paar Nüsse und ein bisschen Trockenobst und auch ja, frische Äpfel aufgeschnitten. Und die lieben das, wenn sie so verschiedene Sachen aus Schüsseln essen können. Und eigentlich war dann auch schon wieder Zeit fürs Mittagessen. Ich habe Linsensuppe gemacht, die gibt es bei uns öfter, aber ich habe in dem Fall ein bisschen was Neues ausprobiert. Und zwar habe ich also statt nur Wasser, also ich nehme statt Wasser auch meistens Hühnerbrühe und eine Dose Tomatenmark. Aber hier habe ich auch noch zusätzlich eine Dose Kokosmilch gemacht. Also ein bisschen einen asiatischen Touch. Ich glaube, dazu passen Garnelen auch sehr gut. Wir hatten keine, deswegen gab es was dazu. Würstchen und Pita-Brot. Aber die ist eben sehr würzig und auch sehr cremig, die Suppe. Ich habe sie dann noch einmal durchpüriert. Manchmal essen wir sie einfach auch so. Wenn sie lang genug kocht, dann wird sie auch so sehr cremig und sämig, auch wenn man sie nicht püriert.
aber in dem Fall mit der Kokosmilch hat sie wirklich eine ganz weiche, ganz tolle Konsistenz gehabt. Ja, dann gab es dazu eben, wie gesagt, noch Würstchen und Brot für die, die wollten. Das Rezept lasse ich euch in den Kommentaren, wenn es euch interessiert. Und dann ging es weiter, und zwar in unseren beiden Kinderzimmern der Mädchen, also das sind unsere zwei älteren Kinder, die haben die Kinderzimmer im Erdgeschoss. Da wollte ich endlich mal auch die Vorhänge mal waschen und bügeln, denn die Vorhänge im Obergeschoss, also aus den anderen beiden Kinderzimmern, die hatte ich vor kurzem gemacht, damit das quasi ungefähr gleichzeitig passiert und ich das nächste Mal auch wieder gleichzeitig daran denke, habe ich das gleich dann erledigt. Dann habe ich aber noch Timon geholfen beim Aufräumen. Er ist erst 5 und er braucht ein bisschen Hilfe, gerade bei seinem Riesenberg an CDs. Da fällt es den Kindern oft schwer, die rechtzeitig wieder in die Verpackung zu geben, und er kann noch nicht lesen. Deswegen, wenn dann mal ein riesiger Stapel von leeren Verpackungen und herrenlosen CDs herumliegt, dann weiß er nicht mehr, wo er was einräumen kann. Seinen Spielzeugschrank und eben den Tisch haben wir dann zusammen aufgeräumt. Und dabei haben wir dann auch gleich ein paar CDs angemacht. Also Quinn war da unser DJ, der hat uns die Musik gemacht fürs Aufräumen. Timon liebt übrigens am meisten Was ist was CDs. Also da hat er schon eine ganze Reihe zu allen möglichen Themen, und der erzählt mir immer wieder so seine kleinen Stücke Wissen, Sachen, die ich teilweise selber noch nicht wusste über das All oder Dinosaurier. Anschließend habe ich dann gleich die Vorhänge, die gerade fertig waren, gebügelt. Leider ist unser Bügeleisen kaputt. Also die Dampffunktion funktioniert nicht mehr, und deswegen habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheit, nehme die Vorhänge sofort raus aus der Waschmaschine, sobald sie noch nass sind oder feucht, und bügel die einmal richtig durch. Leider wird das wirklich nicht so glatt wie mit einem funktionierenden Bügeleisen, aber es hat sich eigentlich dann ganz gut ausgehängt, beziehungsweise glaube ich, wird es das noch. Mein Mann hat die, damit wir schneller fertig werden, dann auch gleich parallel aufgehängt, denn am Nachmittag hatten wir noch was vor. Und ich weiß nicht, ob es jemandem vorher aufgefallen ist, wie das beim Abnehmen der Vorhänge noch aussah, das Kinderzimmer bzw. die Kinderzimmer. Aber inzwischen hatten die beiden Mädchen sie wirklich ganz toll selbstständig aufgeräumt, und auch bei den Vorhängen, ja, man sieht natürlich, sie sind ein bisschen knittrig noch, aber eigentlich sieht es ganz okay aus. Ja, es ist jetzt Mitte des Nachmittags, und das ist das erste Mal, dass wir das Haus verlassen, weil es einfach irgendwie nicht so einladend ist. Irgendwie kalt und ja, richtig herbstlich, aber wir sind zum Kuchenessen eingeladen, und dafür zahlt es sich alle mal aus, rauszugehen. Vielleicht schaffen wir noch einen kleinen Spaziergang. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auch schon jetzt, nach einem doch ziemlich irgendwie produktiven und wuseligen Tag. Hätte ich irgendwie gar nicht so erwartet. Ich dachte, ich lasse es viel gemütlicher angehen, aber dann kam eins zum nächsten und habe ich doch eine ganze Reihe von Haushaltssachen auch erledigt. Auf jeden Fall freue ich mich aber jetzt schon auch auf den Ausklang des Abends, weil das ist dann wieder das Schöne, wenn das Wetter auch so richtig herbstlich wird und ja, die Abende so früh dunkel und so weiter, dann, dass man das so richtig auch genießt, irgendwie mit einer warmen Tasse Tee, und manchmal macht mein Mann den Kamin an, wobei heute hat er die Heizung angedreht, also wahrscheinlich dann eher nicht mehr, weil ansonsten schaltet sich dann die Zentralheizung wieder ab, weil es zu heiß wird, und dann wird es wieder zu kalt und so weiter. Auf jeden Fall freue ich mich dann ein bisschen auf einen warmen, gemütlichen, dunklen Abend in der dunklen Jahreszeit, und das Video werde ich an der Stelle auch beenden. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen herbstlichen Tag, und bis dahin sage ich Tschüss.